Ich bin ja ein Verfechter von einer sehr strengen Auffassung von der Neutralität. Das heisst ja nicht, dass jeder seine Meinung kann haben und auch äußern kann. Aber die Schweiz als Staat sollte sich eben zurückhalten. Und das Problem jetzt auch von dieser ganzen Veranstaltung, die wir jetzt gesehen haben mit dem Zelensky, ist natürlich, dass die Schweiz grosse Gefahr läuft. Wenn es nicht schon passiert ist, dass sie sich allzu einseitig hat instrumentalisieren lassen von einer Seite. Und man sieht das auch zum Teil an Formulierungen, wenn Frau Bundesrätin Amherd sagt, man will jetzt hochrangige Friedensgespräche führen, aber die Russen sind ja gar nicht dabei. Das heisst, man kann gar keine hochrangige Gespräche führen, wenn die andere Kriegspartei nicht dabei ist. Ich würde mir wünschen, dass die Schweiz eine so eine Vermittlerrolle könnte haben. Aber leider ist die Schweiz durch die Übernahme der EU-Sanktionen nicht mehr neutral, heisst die Partei.